mit Ach und Krach dann halt noch die Saison gehalten. Ja, Rückrunde war ja, viele Unentschieden. Viele Unentschieden und am Ende auch viele Auswärtsniederlagen. Also auswärts haben wir dann gar nichts mehr geholt fast. Also ich finde, die Rückrunde ging eigentlich gar nicht so verkehrt los. Nur irgendwann kam so ein bisschen der Bruch. Ich weiß nicht, nach welchen Spielen das war. Auf jeden Fall hatten wir auch eine relativ gute Serie mit zu Hause Bayreuth gewonnen, Dortmund 2 gewonnen. Du hast gegen Osnabrück einen Punkt geholt im Superspiel. Also bis dahin war ja alles so, alles wunderbar. Ne? Hat ja keiner gedacht, dass man da jetzt nochmal so eine Delle kriegt und einbricht. Aber es lag dann auch, dass viele Stammspieler verletzt waren auch, ne? Und dann echt lange gefehlt haben. Das stimmt. Und selbst die Backups, die sind dann auch wieder weggebrochen. Und dann hast du da auf einmal Leute, die vorher dann oder auch in der Hinrunde keine Rolle gespielt haben, schon so außen vor waren, es dann aber regeln sollten. Ne? Mhm. Und da siehst du wieder, wie wichtig es ist, dass dann alle irgendwie zusammenbleiben und an Bord in eine Richtung paddeln. Ne? Wo und war nicht das? Auf der Strecke liegen lassen werden. Welches Spiel war das? Wo Bastian Stürmer war? Ach, das Saarbrücken. War Saarbrücken, ja. Saarbrücken, super. 3-0. Ja. Riesenidee. Ja, das dachte ich mir auch. Der Kefke hat ja auch relativ weit hinten aushelfen müssen. Ne? Ich fand aber, der hat das hinten auch sehr, sehr gut gemacht noch. Der Rosan, ne? Ja, ist natürlich, das sagen wir auch immer, manche Spieler können besser oder schlechter damit umgehen, wenn gesagt wird, okay, du kannst hier nicht mehr bleiben. Ne? Und dann ist nicht immer klar, jeder soll ja professionell mit umgehen, aber im Hinterkopf ist es einfach, okay, die wollen mich nicht mehr, aber jetzt soll ich hier trotzdem noch meinen Arsch. So, und das ist natürlich schwierig dann, ne? Das kann dann nicht jeder Spieler so verpacken. Aber verstehe ich. Auf jeden Fall, er ist kein Linksverteidiger, da brauchen wir nicht drüber reden, der wird ja auch bei RWO dann nicht mehr spielen. Aber wenn du halt keinen hast mehr, wenn Bastians weg, Römmling weg, Herzen muss innen spielen. Wiegel kaputt. Mhm. Das waren so, die Viererkette war ja super intakt mit Bastians, Herzmoch, Alonso und Wiegel. Das war ja, hat ja gefluppt, ne? Mhm. So, aber dann, die sind alle weggebrochen. Ja, und da hatten wir dann nicht mehr den adäquaten Ersatz, sag ich mal. Auch wenn zum Beispiel Sandro Plichati am Ende, das fand ich wieder richtig gut gemacht hat, sich da super reingekämpft. Ja. Und da sogar noch ein ziemlich hässliches Törchen geschossen. Ja, genau. Im letzten Spiel davor. Ja. Jetzt. Ne, gegen Verl, ne? War das? Ich meine gegen Verl, ja. Da hat er wirklich einen richtigen Kracher reingeballert. Ne? Also der war nicht von schlechten Eltern. Am Anfang der Saison dachte ich auch so, aber der hat sich wirklich gemacht dann am Ende auch, Und das ist ja bei mehreren Spielen dann so gewesen. Ja. Du kannst halt nicht sagen, okay, du gehst mit der Aufstiegsmannschaft und die funktioniert perfekt weiter drin. Also, und gerade mit jungen Spielern, das wird nicht funktionieren. So, und da wurden halt viele schlechter gemacht, als sie dann letztendlich sind. Und die brauchten halt ein bisschen Zeit, sich an die Liga zu gewöhnen. Und haben am Ende auch gezeigt, okay, es klappt. Natürlich hat es auch nicht jeder in den Griff gekriegt. Das wird aber in keiner Mannschaft so sein. Aber ich finde, die Jungs, wo du wirklich weißt, auf die kannst du dich verlassen, das sind wirklich also echt ordentliche Typen, die haben es dann auch noch gebracht. Wie auch Sandy Hahnbrock und etc. Mhm. Der hat ja auch nicht viele Chancen bekommen, da zu spielen. Ja, aber es kann mir nicht kommen. Ich glaube, Ingolstadt. Ja, wo er der Törchen geschossen hat, wo er auf sich aufmerksam gemacht hat, dementsprechend. Der wird doch wieder reinkommen. Ja, aber dann denkst du, okay, dann hat er ein Tor geschossen. Ja, dann lässt er ihn wieder spielen. Dann spielt er in Aue, war das, glaube ich, eine Halbzeit ausgewechselt. Dann wieder die nächsten Spiele keine Rolle. So, das ist für die jungen Spieler ja auch schwierig. Ja, natürlich, ne? Natürlich. Und dann, ja, was ist mit dem los? Was soll das? Das so zu verpacken, das sage ich ja. Es ist nicht einfach, bei RWE zu spielen. Nein, ist aber es nicht. Umso schöner, dass sie es dann jetzt vermeintlich dann auf jeden Fall gepackt haben, im Sinne, dass sie es in der Liga abrufen können. Ja, 15. oder was wurden wir? Jetzt? Oh. Ja. War okay, also wer jetzt gerechnet hat mit Durchmarsch, weiß ich nicht, der sollte mal sich irgendwelche Pillen verschreiben lassen, so sehe ich das. Ja, Klassenerhalt. Ja. Der Rest egal. Ja, es hätte entspannter sein können, das stimmt. Ja. Ich meine, wenn man jetzt die 3 Spiele nimmt, wo wir in der letzten Sekunde immer den Ausgleich noch gekriegt haben, das sind dann insgesamt 6 Punkte. Okay, kannst nicht immer jedes dann gewinnen, aber wenn es 4 Punkte gewesen, also wäre auch alles viel entspannter gewesen. Ja. So, aber es ist immer hätte, am Ende stehst du da und bist am Kratzen. Ne? Aber dafür haben wir
beide Spiele gegen München auch in der letzten Sekunde so gefühlt den Ausgleich gemacht. Ne? Da hat man ja auch wieder Punkte geholt. Dann. Ja. Ja, gleicht sich irgendwie aus ein bisschen. Wann Gibbert und Weiß war entspannt. Ja, also das kenne ich kaum. Das vielleicht blöd. Ja diese Saison. Ja, werden wir mal sehen. was hast du so nach deinem Vertrag bis jetzt getrieben? Ach, ja, das ist ja eigentlich relativ... Ja, nach dem Pokalsieg natürlich Mallorca, 2 Nächte mit den Jungs noch gewesen, ist ja klar. Dann in Familienurlaub. Campingmobil von hier bis nach Sardinien. War eine lange Strecke, ja. Da habe ich noch meinen Kumpel Sally Hahnbrock auf Sardinien, waren wir bei dem, er hat ein Ferienhaus gemietet, haben uns mit ihm getroffen. Da ein paar Tage zusammen gemacht. Ja, dann war erstmal Ruhe und jetzt war ich nochmal eine Woche an der Nordsee. Nordsee, wo denn da? Norddeich. Okay, da war, war ich vor einer Woche auch. Ja. Ja, da hängen auch tatsächlich viele Aufkleber von RWE. Und, naja, da immer mal wieder. Stark. Ich wollte es dir schön machen. Das ist, ja, tatsächlich. Freue ich mich immer, wenn ich das sehe. Ja, du wusstest, dass er da hingeht, ne? Ja, natürlich. Ich habe da den Urin gehabt. Auf jeden Fall. Wie sieht mit deiner Zukunft aus? Hast du da schon was, einen neuen Verein in Aussicht? Also mit Wuppertal hat ja nicht geklappt. Das haben wir bei Funke Medien gesehen. Genau, das hat nicht geklappt. Ja, letztendlich weiß man nicht, wofür es immer gut ist. Ne? Aber zukunftsmäßig habe ich jetzt nichts, was ich jetzt verkünden könnte. Ne? Also mit gar keinem Verein im Gespräch? Nee, ich habe ja schon viele Gespräche geführt. Ne? So ist ja nicht. Ist ja nicht so, dass die Entscheidung jetzt erst gestern gefällt wurde. Natürlich habe ich mich dann mit vielen Vereinen unterhalten. Aber bei mir sind ja viele Faktoren, die dann stimmen müssen. Ne? Und ja, es ist schwierig, sage ich mal. Ne? Klar, hast du einen Top-Regionalligisten, die wahrscheinlich auch aufsteigen wollen, die dir auch echt eine gute Kohle bieten. So quasi Drittliga-Verhältnisse, auf jeden Fall. Aber das ist nicht so, dass dann da eine Uni ist. Dann bist du sehr weit weg von zu Hause, also sprich Schwiegereltern. Und die Frage ist dann, okay, dann stoppst du dein Studium, dann fängst du in 2 Jahren wieder an demselben Punkt an. Du kommst nicht voran, ne? Ja, das stimmt. Das ist halt, du musst dich halt irgendwann entscheiden. Willst du jetzt ein bisschen das mal fertig kriegen, langsam? Oder willst du, bis dich die Beine nicht mehr tragen, Fußball spielen? Aber wenn du dann, weiß ich nicht, 35 bist, dann musst du an diesem Punkt ja auch wieder weiter. Und es wird nicht leichter, ne? Das stimmt. Ja. Studieren tust du Lehramt, richtig? Ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Er hätte nicht so gern so ein Sportlehrer. Und dann wäre wär geil, ne? So. Ohne ja, weiß nicht, was es dann gibt, wenn ich da in der Schule stehe. Also ich werde da sicherlich keiner sein, der da nur Liegestütze oder so macht. Das ist ja Quatsch. Beim Herzen gibt es nur Fußball spielen. Jetzt üben wir mal Kopfbälle ins Tor. Nein. Also das ist schon eine gute Sache. Ich bin da ja relativ offen, ob ich jetzt in die Schule gehe oder nochmal irgendwie im Fußballverein was mache, mal sehen. Ne? Aber so wie ich das jetzt gerade erlebe, ist nicht im Fußballverein sein deutlich entspannter als ganz normale Vorbereitung etc. Du hast ein kleines Kind, richtig? Ja, eine genau. Tochter, ne? Ja, anderthalb. Ja, siehst du, dann hast du auch wieder mehr Zeit mit ihr dann, ne? Ist auch mal schön, ne? Und vor allen Dingen, was... ich ja auch gerade jetzt erstmal merke, so nach 15 Jahren oder weiß ich nicht, 20 Jahren, wo mein Leben ja davon bestimmt wurde, so, ich kann jetzt sagen, okay, jetzt einen Moment, in 3 Wochen, ja, lass uns da treffen. Mhm. So, ich habe Zeit, ich kann, ich bin jetzt nicht abhängig davon, dass wir irgendein Spiel gewinnen, damit vielleicht ein Tag frei ist oder wir müssen gegen Bezirksligisten 10 Tore schießen, damit frei ist. Nee, so, in 3 Wochen bin ich da kann ich dir zusagen. Ja. So, und das ist ja auch schon eine Freiheit, die man ja so gar nicht kennt, ne? Das stimmt. Herzlich willkommen wieder im realen Leben. Ja, ja. Das ist das normale Leben, ja, nie gehabt. Aber du hast noch vor, weiter zu spielen. Da ist jetzt nicht irgendwie hier. Nein, ich sag jetzt nicht, das war es jetzt komplett. Man muss ja immer gucken. Die Frage ist ja, was kann jetzt noch kommen? Also, es kann ja höchstens jetzt noch was reinkommen, weil alle Vereine sind jetzt sozusagen aufgestellt. Ja, Wuppertal hat ja gesagt, die holen definitiv keinen mehr jetzt, glaube ich, nach. Irgendeinen der 16 Bundesligaspiele mal gemacht hat irgendwie. Ja, die haben ja einen dann geholt. Benchop oder sowas? Keine Ahnung. Nee, aber jetzt ist ja nicht meine Position. Die haben ja damals von Dortmund 2 geholt. Das wäre meine Position. So. Und
Ja, es geht jetzt nur darüber, verletzt sich einer in der Vorbereitung schwer, ist dann nochmal Handlungsbedarf, geht der Saisonstart in die Buchse? So, das sind so die Faktoren, die jetzt noch kommen könnten, sag ich mal. Ne? Ja. Was ist denn, wenn RWE nochmal hier am Herzenstür auf einmal klopft? Werden die nicht machen, weil sie sich das, glaube ich, niemals so eingestehen werden, sagen, oh Gott, das war jetzt, nee, das... Aber du würdest sofort... Nein, glaube ich nicht. Nein, weil, was ist das denn für eine Aktion? Ja. Also... Nee. Das war eine Frage von einem Zuschauer, ob du dann nochmal... Ich meine, guck mal, ich bin ja jetzt gegangen, so auf einen echt so für mich jetzt Höhepunkt, ne? Mhm. Pokalerfolg, Liga gehalten, am Ende Kapitän gewesen, so, die Leute heben mich da in den Himmel und... Aber wirklich. Was soll denn jetzt noch kommen? Was soll ich jetzt noch groß dazu beitragen, ne? Ich glaube nicht, dass ich den Verein jetzt in die zweite Liga geführt hätte. Das glaube ich nicht. Ich wäre vielleicht irgendwie dabei gewesen, aber natürlich sehe ich ja auch, okay, es war definitiv ein Fehler, mich abzugeben für die Kabine, für die Fans und natürlich auf dem Platz kann ich ja auch noch meinen Teil dazu beitragen. Ne? Aber wie gesagt, da gibt es sicherlich bessere Innenverteidiger in der Liga, okay, aber die spielen nicht bei Rot-Weiß Essen. So, die spielen ganz oben mit. Da und die hat Rot-Weiß Essen auch nicht bekommen. Da hat der Verein und die Stadt Geld für. So, das haben wir jetzt ja genau mitbekommen auch. Was sagst du dazu? Ja, mir war das ja auch überhaupt nicht bewusst. Ne? Ich habe das ja dann genauso erfahren wie ihr. So, huch, da fehlen auf einmal ein paar Millionchen. Auch ich habe dann auch mit ein paar Leuten gesprochen im Verein oder außerhalb, die sich damit ein bisschen aussehen. So wild ist die Sache gar nicht. Aber wie sie es dann halt wieder rübergebracht haben, ist dann schon wieder schlecht. Das muss man ganz klar so sagen. Also... Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass man da in der Kommunikation ja ein bisschen Nachholbedarf hat, sage ich mal. Ne? Ja, wo die Medienabteilung jetzt doch mal professionell aufgestellt ist, ne? Die ganzen Videos von den Neuzugängen. Hast du bestimmt auch gesehen. Die waren ganz cool, fand ja, ich. Ja, hier mit diesem Schwarz-Weiß und dann daher. Ja, da hätten sie auch nach dem dritten nochmal sein lassen können. Ja, dann okay. Irgendwann ausgelutscht haben und habe ich mit Zeddy Amo haben uns kaputt gelacht auf der Terrasse. Als wir und hier. Neue Trikot wurde auch schon erwischt. Ach, hast du das gesehen? Auch blau oder grün gekleidet. Ja, ja, aus wie so eine Puppe. Ja, habe ich mich auch gefragt. Greenscreen ist das. Genau, Greenscreen für FIFA oder so. Weil, ist das sicher so? Dass, also ja, sicher war letzte nichts, Saison auch so einer für FIFA irgendwie gekleidet? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich meine, dass darum auch immer so ein ja, Brimborium gemacht wird. Ich meine, das ist halt ein neues Trikot und es ist jetzt nicht wirklich so special wie letztes Jahr oder ist einfach rot-weiß, ne? Gestreift, gut ist. Also, ich finde es ganz cool. Das ist so ein bisschen oldschool wieder. Wir hatten schon mal so eins, ne? Ja, aber ich meine, ob das jetzt heute rauskommt, wie es aussieht, oder in einer Woche. Ja, das stimmt. Also, das ist Gorbs wie gesprungen. Und ich bin auch mal ein bisschen fickerig, ne? Ja, seid ihr da noch aufgeregt? Ja, na. Trikot ist Trikot, das wird dann irgendwann geholt, eventuell. Ja. Ne, wenn es einem gefällt, wenn nicht, dann nicht. Kommen wir zu den Fragen von der Community. Ja. Möchtest du? Hier, ach, warte. Ich und lese. Ne? Hier, klipp du dir das mal dran. Warte mal hier. Ja. So, wo sind wir stehen geblieben? Bei den Fragen. Da. Ah, jo. Hast muss du man jetzt schnell antworten? Oder wie? Nein, noch nicht. Ah, okay. Da kommt noch. Ah, okay, gut. Hast du einen speziellen Tagesablauf so an Spieltagen, so Rituale, irgendwas, was du unbedingt machen musst, sonst kannst du nicht gewinnen? Ja, so ein paar kleine Ticks habe ich tatsächlich. Also Tagesablauf, fangen wir erstmal damit an. Aufstehen, mein Müsli, was ich eigentlich jeden Morgen esse, zubereiten, weil sonst geht gar nichts. Also wir treffen uns ja meistens, haben wir uns um 10 getroffen oder um 11. Und die meisten schlafen ja etwas länger und dann brauchen die auch nicht Frühstück. Die kommen da hin zum Tennisheim, wo wir mal gegessen haben, und dann essen die da ihren Kram. Ne? Aber ich bin natürlich das Kind, durch unser Kind ein bisschen früher wach und brauche dann schon mal eine Mahlzeit. Ja. Sonst komme ich eigentlich in die Pötte. Ne? So, dann gibt es im Tennisheim Nudeln. Da habe ich immer die gleichen Sachen gegessen. Spaghetti, Olivenöl drüber und Walnüsse drüber. Das war so, und Salz, Pfeffer und dann Rührei. Und dann war das für mich gegessen, weil da gibt es noch tausend andere Sachen, aber ich habe immer nur das genauso gegessen, weil das hat dann auch irgendwie Erfolg gebracht. Ja? Und man hatte genug Kraft. Ja, und ansonsten,
Beim Spiel selber ist es halt, du machst ja vorher so ein Aufwärmspielchen mit zwei kleinen Mannschaften, wo du 5 gegen 5 spielst beim Aufwärmen. Beim Aufwärmen, ne? Beim Aufwärmen ohne Tore. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt so. Ja. Und da habe ich, das ist meine, glaube ich, eine, die einzige Angewohnheit, die ich habe. Ich muss das Leibchen, oder ich ziehe das Leibchen immer richtig rum an, weil die sind ja auch verknüllt und falsch rum und hier, ne? Immer richtig rum und das Schild hinten. Da achte ich wirklich penibel drauf. So, und das ist, glaube ich, mein einziger Tick. Ja, so ein kleiner Monk also. Ja, das ist wirklich das Einzige. So, bei der nächsten Frage gilt die Antwort, du selbst nicht. Wir wollen jetzt wissen, wer ist der Schönling in der Mannschaft? Wer wird das, ja, häufiger von den Frauen? Von den Weibern, sage ich auch. Sorry, jetzt werden wir gecancelt. Scheiße. Ja, also ich würde sagen, das ist schon Cedric Hahnbrock, ne? Also jetzt nicht, weil er Ewigkeiten vorm Spiegel steht, sondern weil er einfach dieser Sunny-Boy-Typ ist, ne? Aber sage ich auch immer, hab ich auch schon mal gesagt, Zeddy ist für die Jüngeren so, ne? Für die vielleicht bis 20 und darüber hinaus gibt es dann auch wieder andere, die für die Frau interessant sind. Für die Älteren? Für die Älteren. Ja, die, zum Beispiel Rafa. Ja gut, Rafa, der ist ja vogelwild, das weiß man. So, Rafkotsch 1 mit blauem Haken, da glaube ich, da kennt sich jeder mit aus. Bester Mann. Ist geil. Mit wem aus der Mannschaft hast du sonst noch so privat zu tun, außer Cedi, mit dem du im Urlaub warst, beziehungsweise getroffen hast? Ja, privat, also mit Rafa tatsächlich, öfter mal essen gewesen, mit Clemens Fandrich, mit dem war ich auch auf dem Zimmer die ganze Saison über, auch ein guter Kumpel geworden dadurch. Ja, es ist so, ich bin ja nicht der Typ, der dann viel Zeit außerhalb des Fußballs dann hat, um sich dann nochmal zu treffen, weil die anderen, die haben halt, ich will nicht so nahe reden, aber nicht viel um Fußball herum. So, die gehen dann gerne essen auf der Rue und machen und tun und spielen ewig lange Poker und Nächte lang und da habe ich keinen Nerv und keine Zeit für. Ich glaube, einem kleinen Kind. Ja, genau. So. Mit dem Sandy war es ja auch auf der Rue, ne? Bei deinem nach dem Pokal oder was war das? Ja. Ne? Ja, aber klar, also sag ja, das, wir waren jetzt auf Mallorca zu 13, also 13 Spieler und da sind wirklich super Jungs bei, mit denen ich auch das, weiß nicht, die nächsten 20 Jahre wiederholen würde. Ne? Nur ich treffe mich jetzt nicht privat mit dem Spiel Uno oder so. Ja, Blazy ja sowieso nicht, das haben wir ja schon. Ja, rausgefunden, was? Obwohl da einige beim Fabian immer in den Streams drin sind. Du hast da noch eine Frage vergessen. Der zockt nämlich gerne auf so. FIFA. Ja, ja. So. Ja, die habe ich doch extra noch übersprungen. Ja, okay, wusste ich schon. Aber die Antwort, die kennen wir, glaube ich schon. Ja. Welche Bier ist das Beste für dich? Also, welche trinkst du am liebsten? Also, muss ich jetzt Stauder sagen? Nein, nein. Nein, also ich trinke gerne hier, steht ja auch hier vor mir, in die Kamera, Erdinger alkoholfrei, also nach dem Sport ist top. Und also auch gerne so ein naturtrübes Radler oder so für den Geschmack ist auch, ja, auch so mein Ding. Mhm. Gut, so. Na, das ist jetzt eine komische Frage. Wer braucht am längsten unter der Dusche in der Mannschaft, also in der letzten Saison? Mhm. Also wer wirklich am längsten duscht und da glaube ich so einen kleinen Hygienefilm hat, ist war Ogusan Kefkir. Also was der da, der hat jede Ritze mitgenommen. Also wirklich, der kommst da rein, da ist der von oben bis unten eingeschäumt, ne? Bis zum kleinen Zeh, in jede Rille. So, das, der hat da immer mit Duschen wirklich sehr lange gebraucht und auch immer sehr gründlich und wirklich, das muss man sagen. Schöne Grüße nach Oberhausen, die Strom- oder Gasrechnung, ja. Die wird auf jeden Fall nach oben schnell. Ja, wir haben oder nicht. Ach, ja, du hast ja auch vorhin darüber geredet, Shitstorm, dass der Druck bei Rot-Weiß was höher ist wie bei anderen. Wie viel bekommt die Mannschaft so von Lob oder Shitstorm, Facebook, RWE-Forum überhaupt so mit? Ja, ich glaube, das ist so von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ne? Also ich weiß, dass sich das ganz viele angucken. Also jetzt nicht RWE-Forum, das jetzt glaube ich nicht unbedingt, aber Facebook-Kommentare, Instagram-Kommentare, Kommentare unter Reviersportartikeln. Also es lesen viele sich durch, ne, und machen sich dann da irgendwie, ja, die sagen zwar immer, ja, beeinflusst mich nicht, ich will nur aus Interesse, und aber es ist, viele spielen sie am Unterbewusstsein an. Ja, natürlich. Und dann triggert sie ja schon. Und habe ich auch gesagt, ihr seid ihr bescheuert, Mann, lasst es einfach bleiben.
Und ich habe es dann am Ende auch so geregelt. Ich habe zwei Handys quasi, eins nur mit Instagram und mein privates dann so, ne, wo man, weil mich erreichen auch viele Nachrichten, dann guckst du ja doch mal irgendwie auf der RWE-Seite. Ich folge zum Beispiel, mich jetzt in 4 Jahren RWE nicht gefolgt. Ich folge den nicht, weil ich brauche das nicht immer angezeigt sehen und dann, ja, dann siehst tippst du ja doch da wieder drauf. Genau, dann siehst du auch schon genau. Kommentare, wenn du da hochscrollst nur und so. Ja, das du also ich schütze mich da dann selber vor, indem ich einfach die Sachen ganz von mir weglasse. So, und das ist, glaube ich, echt der beste Weg. Und auch manchmal war es ja auch so, dann saß Teddy, saß neben mir in der Kabine, dann hat er mir Kommentare gezeigt und so oder auch private Nachrichten, die er kriegt, und die waren dann auch oft dann nicht nett. Oh. Und dann habe ich die Leute dann so auch privat angeschrieben. Ne? Sag mal, denkst du, das bringt das jetzt hier, Sandy, der sowieso am Boden ist, so ja. Dann nochmal drauf zu treten oder nochmal irgendwie was zu schreiben? So. Und dann rudern auch viele Leute rudern zurück. Ja, oh, Emotionen und tut mir leid und so. Ach. Ja, und dann denk doch mal vorher nach. Ja, was man so bedenken muss, junger Kerl, ne? Also gefühlt, ich wäre da schon 1000 Mal zum Psychologen gerannt oder ja, so. Ne? Das ist ja. Wenn ich mir das so angucke mit Kommentaren da auf Facebook, Instagram oder was weiß ich, es sind immer dieselben, die nur negative Kommentare ja. schreiben. Immer dieselben. Und das kotzt mich auch mittlerweile an. Was soll ich dazu sagen? So, ne? Also, ja. Es läuft nicht alles rund. Ne? Auch ein Herze macht man einen Fehler, auch mal ein Engelmann oder was weiß ich wer. Aber man muss immer noch bedenken, genau. Auch ein Dabro, es sind alles nur Menschen. Ne? Und das ist das Wichtigste. Also, man hat ja damals gesehen mit dem Enkel zum Beispiel, was passieren kann. Es ne? sind mehrere oder viele ja. Spieler, die das dann am Ende ihrer Karriere erst schildern, was da überhaupt innerlich in ihnen los war. Ne? Auch, sag ich mal, so ein vermehrter Sacker, der sich halt vor den Spielen immer übergeben hat. Ich meine, das hängt jetzt nicht mit Social Media Kommentaren zusammen, aber es ist trotzdem, es ist nicht mal eben so. Und da, viele machen sich darüber dann keine Platte, wenn sie vom Spiel halb besoffen nach Hause kommen, ja, jetzt hau ich mal hier in die Tasten und so. Mhm. Ja, am Ende der Seite sind halt immer noch Menschen. Ja, genau. Und die lesen sich das dann durch und oder auch nicht durch. Aber es kommt auf jeden Fall irgendwie bei denen an, ne? Ja. Ja, jetzt kommen wir direkt wieder zu schöneren Erlebnissen. Schön. Dein schönstes? Ja, erstmal das Schönste. Ja, dein schönstes Erlebnis bei Rot-Weiß. Außer die Vertragsunterschrift natürlich damals. Ja, das ist ja dann nicht so emotional. Ne? Da fängt man nicht an zu weinen, weil es so schön ist. Aber nein, also ich glaube schon, das Emotionalste war... Da gibt es zwei. Einmal das Tor gegen Aachen, was ja auch immer wieder irgendwo hervorgeholt wird. Nach den 5 Ecken gefühlt. Nach den 94, 93 Minuten. Ja, ja. Danach, weiß, okay, ja. Das, danach ist Abpfiff und dann ist. Und ich hatte ja ewig kein Tor geschossen und ja, das war einfach kranke Emotionen. Das hat man ja. Hat man gesehen, wie du da langgerannt ja, bist. Ja, das war ja völlige. Ne? Hier, war ja gar keiner mehr oben zu Hause. Ne? Also, du wusstest ja gar nicht, wohin. Ne? Und das war Wahnsinn. Und das zweite natürlich war so der Aufstieg, ne? So, die letzten 2-3 Minuten, wo du dann wirklich ja, Gänsehaut und schon irgendwie Tränen in den Augen hattest, weil du wusstest, okay, wir haben es so geschafft, ne? Du hast es geschafft, danach ist vorbei, es kann dir keiner mehr nehmen, ne? Mhm. Und da ist man dann so innerlich auch mal kurz zusammengebrochen auf dem Platz, ne? Was dann nur kurz gehalten hat, weil dann schon die Leute aufs Feld kamen und dich wieder hochgezogen. Ja. Also es war. Und dann direkt, ja, hier machen wir ein Selfie direkt und du hier vorhin guckst da so. Ja, du weißt gar nicht, wo ja, genau. Du rechts ist. Du hattest ne? keinen Moment für dich mal, aber ja, so ist das dann halt. Ne? Aber da finde ich auch, das war so echt manchmal grenzwertig, ne? Auch in dieser Situation. Du bist da am Heulen, hast da irgendwie ein komisches Gesicht und die Leute sehen das ja auch, aber es ist denen scheißegal. Du wirst wie so ein Affe im Zoo. Hier, Foto, komm, Foto. Hier, gib mal deine Hose, gib mal das, gib mal dies. Also, nee, jetzt sag mal bitte hier durch und so. Und dann willst du ja eigentlich nur zu deiner Familie und dann. Aber trotzdem kommen ja immer mehr dann wieder, denn ja, du bist dann quer über den Platz. Ja. Ne? Und dann muss man auch sagen, so, also, nee, tut mir leid jetzt nicht gerade, ich brauche gerade hier für mich und ja. Das war. Ich habe den Engelmann erwischt. Ja. Bei mir stand der easy vor. Und habt ihr auch direkt Selfies gemacht? Nein. Einfach kurz gequatscht. Der wurde ja auch hochgehoben, der easy. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich da mein Handy hatte. In der Tasche oder was weiß ich. Ich finde. Selfie auch nicht, aber der musste sich nur Umarmung gefallen lassen. Ja, natürlich. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber ich finde, wenn du dauernd alles mit dem Handy festhältst, dann vergisst du es vor deinem eigenen Auge. Und das ist ja viel wichtiger, die Erinnerung im Kopf, anstatt auf dem Handy irgendwie. Genau, so bei Konzerten. Genau, das sagen wir ja auch immer.
Dass da nur noch Handys hochgehalten werden. Ja, ja. Ja, dann siehst du das Konzert selber nur über ein Display vom Handy. Ja. Ja. Kannst du auch auf YouTube dann angucken. Mhm. Im Endeffekt, ja. Ja, dann kommen wir zu deinen schlimmsten Erfahrungen. Warum weiß. Schlimmsten? Oh. Was heißt schlimmste Erfahrung? Ja, der Nichtaufstieg war schon kacke. Aber ich meine, das habe ich ja schon gesagt, hätte ja sowieso nicht so viel Bock gemacht, den Weg bei Weg aufzusteigen. Was heißt schlimm? Was war schlimm? Ach, es gibt ja immer wieder so Phasen, wo du dann mal rausgenommen wirst, wo du irgendwie auf der Tribüne sitzt und irgendwie keine Rolle spielst oder so. Das ist dann nicht schön. Aber ansonsten hatte ich, glaube ich, in der Zeit keinen schlimmsten Moment. So kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe da was, Sascha, noch. Das haben wir da gar nicht drauf stehen. Dann improvisiere ich. Ja, pass auf. Wie viele bekommt ihr überhaupt mit so von den Fans und auch so von dem Negativen manchmal so, was weiß ich, mit den Dabro rausrufen und so auf dem Platz? Und was macht das mit dir? Ja, also du kriegst schon, wenn du spielst, kriegst du nicht so viel mit. Du kriegst so diese Grundstimmung. Mhm. Du hörst jetzt nicht, okay, die singen das Lied oder das Lied. Aber du merkst schon, okay, wenn ein Gegentor fällt, also das Spiel lief gut, wenn du führst irgendwie 1-0 oder so, Gegentor, Dabrowski raus. Dann denkst du, ja, was hat der denn jetzt da mit am Hut, ne? So hat er jetzt gesagt, ja, lass mal einen durch, ja, extra mal kurz. Ja. Nee, also das, da denkt man halt in dem Moment, boah, ist das denn ernst jetzt so, nur wegen jetzt ein Gegentor, obwohl das Spiel gut läuft, dann da jetzt wieder anzufangen mit und immer wieder anzufangen und Verunsichert euch das auch so ein bisschen dann? Nee, das nervt, glaube ich, einfach nur. So, es lenkt halt ein bisschen ab und wenn du abgelenkt bist, dann bist du ja nicht mehr im vollen Fokus für das Spiel. Mhm. Und wenn das bei 3, 4, 5 Leuten ist, dann ist ganz schnell ist so eine Scheiße, Dynamik da und dann geht's ins Negative. Ja. So. Also von den Liedern bekommt er jetzt auch nicht so viel mit, sonst hätte ich jetzt gefragt, was pusht dich am meisten für ein Lied? Was du dann mitbekommst eventuell. Ein Lied ist gar nicht, glaube ich, so ein Lied. Es ist eher so, immer nur die Situation im Kopf, wir spielen auf die West, du bist gut im Spiel und hast dann eine Ecke oder hast einen Freistoß. Mhm. Und dann merkst du richtig, wie das ganze Scheiern so eine Kraft oder Wucht entwickelt. Mhm. Und das sind, glaube ich, die Momente, die so die Hafenstraße dann ausmachen. Jetzt gar nicht ein Lied oder so, sondern diese Wucht, wo du denkst, boah, Alter, was ist jetzt hier los? Jetzt kommen aber nochmal 15.000, stehen hinter dir und pushen dich nach vorne. Das ist halt, das sind so die geilen Momente. Oh, ja, ist auch schön. Also, ich würde gerne tauschen. Also, ich wär auch gerne auf dem Platz. Ja, ob das viel bringt, weiß ich auch nicht. Ich böse, bei mir wäre es auch nicht so. Ey, als Torwart, da kommt kein Ball dran vorbei, weil ich alles ausfülle. Hattest du auch während deiner RWE-Zeit so einen Ausgleich, so einen festen Ausgleich zur Maloche, um da auch mal runterzukommen? Ja, durchaus. Ich habe damals in meiner Zeit bei Paderborn schon angefangen, ehrenamtlich was zu machen, was dann gar nichts mit Fußball zu tun hat. Das habe ich dann in Essen weitergeführt, weil damals habe ich gedacht, okay, da war ich halt noch ohne Uni und so und ohne Kind. Ich habe viel Zeit und dann kann ich das auch mal sinnvoll nutzen, ne? Und nicht nur Fernsehen gucken. So. Und dann in Essen weitergeführt. Und zwar betreue ich ja jetzt seit 4 Jahren mittlerweile eine alte Dame aus nicht Rüttenscheid, Bredeney. Aus Bredeney, da wohnt die gute Dame. 86 und wir treffen uns einmal die Woche für 2 Stunden. Ja, das läuft dann so, also ist eigentlich immer gleich. Ich komme rein, so ein bisschen Smalltalk, bla bla, wie ist es? Und dann gehe ich einkaufen für sie und dann essen wir ein Stück Kuchen zusammen und dann quatschen wir über Gott und die Welt. Und nach 2 Stündchen feiern wir dann nach Hause. Finde ich cool. Ja. Finde ich richtig cool. Ich bin examinierter Altenpfleger, von daher, also kann ich ein bisschen verstehen. Also die Leute brauchen das wirklich. Ja. Dafür habe ich leider auch auf Arbeit zu wenig Zeit. Ne? Ja. Ne? Nee, aber die ist echt cool. Also die ist im Kopf mega fit, körperlich nicht mehr ganz so und deswegen kann ich ihr da gut helfen und macht echt wie so eine zweite oder dritte Oma, ne? Ja, glaube ich. Mittlerweile. Geil, ja. Ich könnte nicht schlecht, mit sowas hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hätte ich auch nicht gerechnet. Ja. Nee, das ist so im Moment das Ding. Schon lange. Aber du bist ja auch gerne mal unterwegs, vielleicht auch auf der Rue oder so, ne? Ja. Stellen wir uns mal vor, du bist mit deiner Familie unterwegs. Ne? Im Limbecker zum Beispiel. Im Limbecker kann das. Ja, im Limbecker wurdest du auch schon erwischt. Ja, ja, stimmt. Ja. Stört es dich eigentlich, wenn du da angequatscht wirst?
Also wenn deine Familie und Kinder und dein Kind dabei ist und so? Nee, gar nicht. Alles Coole? Also solange keiner jetzt da, also ich finde es immer, man merkt das ja so ein bisschen, wenn die Leute so gucken und dann, also solange dann keiner da steht und einfach nur ein Foto von dir macht, so wie du da gerade, dann würde ich auch sagen, ja, mal, also dann frag doch oder mach auf dich aufmerksam oder so, ne? Aber ein bisschen quatschen und so ist ja kein Problem, alles easy, ne? Du warst heute mit Mecker mit. Ich war bei Saturn. Ja, ich war bei Saturn drin. Glaube ich, mit deiner Tochter oder so stand, hat sie gesagt. Ich meine schon. Also ja, mit dem Kind, auf jeden Fall mit dem Kind. Ja, das war dann wohl mein Kind. Ja, ich kam von Saturn. Dann hat sie sich nicht getraut, weil sie wollte euch in Ruhe lassen dann so. Ne? Ach, das ist doch. Ich kam wirklich von Saturn wieder. Ey, da steht der Herze mit Kind, da glaubst du gar nicht. Sind wir zurück. Ach, quatsch den nur an, aber der ist. Ja, kannst du immer anquatschen. Ich kann das verstehen. Manche mögen das ja auch nicht. Ne? Also ich sag mal so. Klar bist du bekannt im Essen, ja. Aber wenn jetzt so ein Haaland oder so als Beispiel, ja. Ne, klar. Ne, das ist dann, ja. Irgendwann ist so eine Grenze überschritten, wo es dann auch nervt. Ne? Aber ja. Das ist ja bei mir ja noch lange nicht. Also kann ja wie ein freier Mensch durch Essen gehen. Dein, die meisten haben ein Kindheitsidol, so als Fußballer. Was dann auch so ein bisschen getriggert hat als Kind, dann Fußball zu zocken. Welcher war deiner? Steven Gerrard war das damals. Weil das war auch so ein Kapitänstyp, auch so Leader für die Mannschaft. Und der hatte auch einen richtig geilen Schuss. Der hat ein Tor gemacht von, weiß ich nicht, 20, 30 Metern immer. So, das war auf jeden Fall einer. Und Puyol von Barcelona, weil das war auch so ein krankes Schwein. So, boah, aber überall, wirklich, ne? Der ist überall reingesprungen. Und war auch gar nicht so groß, ne? Nee, der war auch nicht so groß. Das waren so die zwei. Ja, okay. Von Weitem hast du nicht so viele Tore geschossen, eher mit der Birne. Ne? Ja. Ich meine, wir haben ja auch ein Video zusammengeschnitten. Ja. Ja, mussten wir leider erstmal runternehmen, ne? Ja, aber waren schöne Dinger dabei. Welches Video jetzt? Von ein Törchen. Ach so, ne? Ja. Müssen wir dann ein bisschen erstmal abkaschieren und dann nochmal. Okay. Ne, machen wir noch. Okay. Machen wir noch. Verfolgst du weiterhin die Roten? Oder? Ja, doch. Also ich halte es halt wie bisher. Ne? Ich lese jetzt mir keine Artikel bei WeSport oder WAZ durch. Ich weiß manchmal, wenn die ein Testspiel haben, dann gucke ich, wie das Ergebnis ist. Und mehr mache ich da jetzt aktuell auch nicht. Ich kann ja Radio Hafenstraße empfehlen. Also wenn du Bock hast, wir können dich da hinbringen. Ja, ich kenne sogar, die das machen. Werde ich auf jeden Fall mal ansprechen, dass ich da mal ein paar Partien ein bisschen da mitkommentiere. Sowas macht mir auch immer Spaß. Na ja, gut, dann. Ja, 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 lässt sich doch. Wir sind ja auch bei Radio Hafenstraße darum, ne? Also, kein Ding. Ja, ich jetzt ein bisschen new, ne? Ich jetzt ein bisschen neu, aber... Ja, aber machst du schon. Ist nicht schlecht. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alle. Ja, doch, die haben alle durch. Nee, das haben wir schon gesprochen. Die haben alle durchgeackert. Das haben wir... Das, aber das noch nicht. Ja, so ja. Schon. Dein Tipp? RWE HSV? Oh. Hui. Ja, schwierig. Du darfst doch ein bisschen rumspinnen, also so als normaler Fan draufschauen. Also ich würde schon sagen, HSV ist ja schon eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga. Ne? Und klar, es wird, glaube ich, enges Spiel, wenn das lange 0-0 bleibt. Ist ja wie immer halt, ne? Dann wird RWE auch irgendwann stärker und seine Chancen kriegen. Aber ich glaube dennoch, es wird nicht reichen. Aber dann lassen wir auch eines Besseren lernen. Dann würde ich sagen, vielleicht so ein 1-0 HSV, so ein knappes Ding, weil er immer sagt, ja, scheiße. So. Ja. Bisher ist es gut ausgegangen, wenn ich kommentiert habe, ne? Fair 2-2. Testspiel. Na, nehmen wir jetzt ja, mal nicht. Sabje, Sascha. Ne, ist ein Testspiel. Sabje, Gurnik Sabje. Da ist in Ali jetzt hingegangen, ja. Habe ich heute noch gesehen. Ja, 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 der ist hingewechselt. Fest hingewechselt, sogar ohne Leier. Ne? Ja, ich fand ihn auch nicht schlecht bei uns. Ja, ein bisschen, aber der Easy verdribbelt sich auch manchmal und so. Die haben mich verrückt gemacht. Ich manchmal und das, auch. Ja, ganz viele Leute haben die verrückt gemacht. Dann guck dir den Easy an. Erste Saison bei Rot-Weiß dachte ich mir, boah, was ist das denn? Ne? Und in der zweiten Saison hat er ja wirklich losgelegt, wie die Feuerwehr. Ne? Da kam er auch Tor des Monats gegen Düsseldorf 2. Ja. Also da hat er sich ja schon gesteigert. Ja. Und jetzt die zweite Saison von ihm in der dritten Liga vielleicht. Ja, also er ist ja so ein Typ, also ich mag ihn auch echt gerne. Und er ist auch so vom Charakter her richtig, kannst du gebrauchen in der Mannschaft. Aber er setzt sich selber mega unter Druck. Ne? Also er sieht sich so in der Bundesliga in ein paar Jahren und so muss und will dann zeigen und
klappt halt nicht. Ja, muss alles so perfekt laufen, ne? Setzt sich dann selbst unter Druck, ja, kennt man. Aber wie es halt so ist, ne? Jeder spielt da, wo er dann letztendlich so auch hingehört. Klar, werden ein paar den Weg nach oben schaffen, aber wenn er jetzt der überragende Mann wäre, dann würde er nicht bei uns bei RWE spielen. So ist es halt nun mal, ne? Dann spielen diese, sag ich mal, wie bei Dresden der Kerl, der dann hochgeht, ja. Der Arschlan, ja. Nennen wir ihn mal so. Ja, oder Arschlan oder Conte oder so, ja, die gehen dann hoch, ne? So ist es dann halt. Ja. So, dann sind wir schon beim Quickfire angelangt. Da jetzt musst du tatsächlich kurz schnell antworten. Jetzt wird's genau lustig. Okay. Willst du? Oder? Von mir aus. Aber ist nicht nur ja, nein, oder? Nein, 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 eigentlich gar nicht. Okay. Nee, tatsächlich nicht. 90 Minuten Champions League oder Aufstieg? Aufstieg. Okay. DFB-Pokalsieg mit Rot-Weiß oder Deutscher Meister mit Bayern? Puh. Ja, dann DFB-Pokalsieg. Ist das ausgegangen? Ronaldo oder Messi? Das ist Standardfrage, ne? Messi. Messi? Messi. Mhm. Auf der Linie retten oder Torschießen? Torschießen. Ja, ist geiler, ne? Ja. Obwohl, von Linie retten ist auch mal. Also, wirst ja auch für gefeiert, ne? Ja, aber steht ja nirgendwo. Statistisch, nee, das stimmt. Ist das nichts mehr. Das stimmt. Hast du recht. Auswärts- oder Heimtrikot letzte Saison, was fandst du geiler? Ja, kommt drauf an, wir waren ja in der Hälfte der Saison wurde ja gewechselt. Welches waren so von den 15 Trikots, die wir hatten? Nehmen wir die erste Version, oder? Ja. Weil das auch die erste Drittliga-Version jemals von Rot-Weiß war. Ja, da fand ich das Heimtrikot besser. Easy Solo-Lauf oder Eisfeld-Summer gegen Dortmund? Boah. Ja, Solo-Lauf. Ja? Da gehört schon dann mehr zu als. Vor allem auf dem Platz, was da war, ja, ne? Also, ja, das war ja Matsche nur, ne? Und die letzte. Ne. Super gemacht. Hast du wieder gut hingekriegt. Und dann die letzte Frage ist, glaube ich, Auswärtsmob oder Westtribüne heim? Auswärts. Aber mit Fahrt verbunden. Weil jetzt die Fahrt von mir zum Scheiß zu kurz. Da kommt keine Stimmung auf. So, schon, aber. Ja, ich denke. Wenn man die Frage alle hast du noch irgendwas? Kann, ne? Hast du noch irgendwas? Ich und Spontanität, ne? Du und spontan. Ja. Tatsächlich alle Fragen beantwortet. Bei mir auch. Schön. Erstmal. Danke erstmal dafür. Gerne. Wenn du Bock hast, ich habe Currywurst gemacht. Ui. Kannst du geil mit essen, Junge. Geil. Ihr ja, habt zu Hause gesagt, ich komme nicht zum Essen. Das ist sehr gut. Alles richtig gelaufen. Haben wir gemacht. Super. Diese brauchst du kein Fastfood. nee, ist sehr gesund. Ja, viel besser. Das stimmt. Ja. Dann wunderbar. Dann winken wir jetzt in die Kamera, oder? Dankeschön und tschüss. Nur der RW. Nur der RW, bis dahin. Bis die Tage.